Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm. Mit mir, dem Tante Günner, aka Günther Shadow, und wir sind, ja, mit Klaus, unserem Heckenschützen, auf dem besten Weg, da oben diesen Soldaten der Alliierten, den anderen Heckenschützen, auszuschalten. Wird uns das jetzt gelingen? Wir haben nur 50% Trefferchance. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Nein, bist du nicht. Aber ist okay. Wir machen Folgendes. Klaus, du läufst hier rüber, denn mittlerweile ist dieser Platz hier so halbwegs gesichert. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Wir sind schon so weit ins feindliche Territorium vorgestoßen, dass uns hier nicht mehr allzu viel passieren dürfte. Wir müssen aber hier bei diesen Gebäuden dringend aufpassen. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Gefahrenpotenzial dabei. Günther, tarn dich auch mal. Wo ist Gary? Der verarztet Kenko immer noch. Rocco, du kannst eigentlich da liegen bleiben. Also wir können ja jeden ins Kreuzfeuer nehmen, quasi, der da lang rennt. Insofern beenden wir mal gerade die Runde. Ich bin ein guter Arzt. Und schauen du mal. Schaffen. Ja. Was macht der Scharf? Der Scharfschütze hat nichts gemacht. Vielleicht musste er nachladen. Das ist echt schon geil. Also, das Fenster hier sieht aus. Und was haben wir hier? Der ist, glaube ich, nicht so begeistert von dem, was da veranstaltet wird. Aber, ja. Rocco, du hast 12% Trefferchance. In Betracht der Tatsache, dass ich hier auch sonst keinen sehe, könnten wir das fast mal riskieren. Dann mach doch mal Folgendes. Gib ihm mal ein volles Magazin. Ist das so geil. Rocco, wie liegst du denn da? Wie eine Katze, die gekrault werden will. Warte, der Gary ist da. Der krault dich jetzt am Bauch. So. Ja. Ich bin ein guter Arzt. Das ging schnell. Du wirst es schaffen. Das ging schnell. Ab hier rüber. Kenko. Das wurde aber auch Zeit. 3% hast du nur von da, okay. 2%. Tja, Kenko, weißt du was? Dann übernimmst du jetzt quasi die Position, die Rocco vorhin hatte. Ja, das ist zwar ein bisschen gefährlich da drüben, aber das wird schon noch gehen. So, Karm, du könntest mal hier in das Haus rein. Günner! Zu Befehl! Du kannst nicht durch das Fenster rein, das ist aber schade. Aber du wartest mal auf jeden Fall da. Ich will da nicht so überrascht werden. Klaus, wie viel Trefferchancen hättest du denn jetzt mit einem Zielschuss? 50, das sind mir noch nicht genug. Ich meine, gut, der hat ein bisschen Deckung, das ist klar. Soldat, das ist zu einfach. 31%, echt nur? Ups. Muss ich mir gerade gucken, ja, der ist halt... Wird gemacht. Krabbel mal noch ein bisschen vor. In der Runde. Vielleicht hat er keine Munition mehr oder er zielt auf jemanden. Er könnte sein, dass er einen Zielschuss versucht. Eindringling! Du hast bisher noch nie jemanden getroffen, wenn du das gerufen hast.
Okay. 75%. Na also, das sieht doch mal nach was aus. Boah, Junge, ey. Ohne Witz. Also, ich bin ja meistens dagegen. Sehr schöne Sniper-Geste übrigens hier von Klaus. Wie er sich das Gewehr so an sein eines noch funktionierendes Auge hält. Ja. Ich bin der Meinung, dass es meistens eher Sinn hat, auf so einen Hammer 8, ja gut, was der Heckenschütze nicht hinkriegt, mein Granadier macht's halt, ne? Wenn man so eine Trefferchance hat mit 60-70% oder so, dann lieber zweimal Pound 30 oder Pound 40% zu nehmen, weil es doch einfach, also erfahrungsgemäß klappt's dann irgendwie dann doch häufiger irgendwie, also ja. Aber unser Heckenschütze ist auch noch nicht so wahnsinnig gut. Der muss halt auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er so richtig tödlich ist. Momentan geht's noch. Momentan ist er noch nicht so gut. Aber es ist schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Okay. Damit haben wir jetzt den letzten sichtbaren Feind hier ausgeschaltet und können jetzt dazu übergehen, die Gebäude zu erkunden. Immer natürlich mit der Gefahr, dass sich da drin jemand versteckt. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Diese Tür ist verschlossen. Wir könnten auf sie schießen. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Nur du nicht. Ja, okay. Okay, komm, du guckst erstmal hier. Approvazione. Okay, da ist nichts. Dann geht zum Günni. Sag mal, du wirst doch noch so eine dumme Tür aufgeschossen kriegen. Das war nur eine Frage der Zeit. Also, das Fenster da hinten ist schon kaputt. Die Tür ist noch ganz. Das kann nicht wahr sein. Also echt. Rocco, bitte rennen. Wenn du jetzt den ganzen Weg darüber robbst, dann flippe ich aus. Klaus. Nachladen. Nachladen. Tarnen. Rennen. Wir könnten natürlich auch Kenko versuchen lassen, diese Tür zu knacken. Aber das versuchen wir vielleicht besser mal bei der nächsten. Das war nur eine Frage der Zeit. Na und? Ach, meine Alliierten wollten noch was machen? Okay. Okay, da Approvazione. War nichts drin. Dafür war da halt eine krasse Tür. Okay, genau. Verbirg dich und Kenko, du gehst gleich mal mit Carmen auf die nächste Etage. Da sind die Türen mal jedenfalls aber alle offen.
Wir schauen mal gerade. Man kann das im Vorfeld sehen, ob die Türen verriegelt sind oder ob wir da so reinkommen. Wir kommen da einfach so rein. Das ist schon mal ganz gut. So, ist hier oben noch eine Truhe, irgendwas zum Aufmachen, eine Kiste? Nein. Dann kannst du dir mal hier oben das Gewehr holen und das dem Klaus bringen. Oh, ich sehe eine Steigerung. So, komm. Da ist nix. Da ist auch nix. Es scheint ein Hotel zu sein. Da ist auch nix. Kenko, was haben wir denn da noch? Ladestreifen. Halt! Ladestreifen. Okay, jetzt die anderen. Die BAR-Magazine kann sich mal gerade der Günner holen. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Du bist schon, ich muss sagen, also Karm in der Mission hier hat mir so ultra gut gefallen. Also wie die mit den Granaten abgegangen ist, das war einfach nur ja granatenmäßig. Okay, dann laufen wir gerade zum Klaus. Nee, warte. Jetzt sind wir gerade, es ist eine Lee Enfield mit einem Zielfernrohr drauf. Ja, ich meine, sowas haben wir halt schon, ne? Ist kein schlechtes Scharfschützengewehr, aber ist jetzt auch nicht so wirklich top, ne? Günner, du nimmst mal die BAR-Magazine jetzt an dich. Okay, also Grease Guns nehmen wir, also so weit kommt's noch, ja. Also. Nee. Okay. Also das Haus ist clean. Sauber, ja. Also da ist nix. Aber da gab es doch noch einen Keller, oder? Da gab es noch einen Keller. So, das Ding ist verschlossen. Und das Ding ist verschlossen. Ein Fall für unseren japanischen Ingenieur. Wir können jetzt auch hier, ich werde das jetzt mal speichern, denn es kann durchaus sein, dass man mal alle seine Schlossknacker-Schlüssel an so einer Tür aufbraucht. Außer an der. Ich gehorche. Okay, sehr schön. Warum kannst du das Ding da nicht öffnen? Was liegt da drin? Acetophin-Schmerztabletten. Qualität geht vor Quantität. Das ist wohl richtig. Das habe ich schon früh gelernt. Er ist ein kleiner Schlaumeier, unser Kenko. Okay, gib das Ding hier. Dann gib das da mal noch dem Klaus. Das kannst du nicht, okay. Du musst auch nachher noch die Mine mitnehmen. Oh. Aber die Frage ist ja, brauchen wir dieses flüssige Herzanregungsmittel noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Ich nehme den Befehl. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Okay, das Ding ist harmlos. Eine Mauser. 1926er Modell. Da müssen wir mal gleich gucken. Du nimmst auf jeden Fall mal noch hier. Wie kein Pfad gefunden. Wer steht denn dann da auf der Treppe? Steht doch gar keiner. Also hier rüber. So, die Mauser. 96er, das ist aber ein anderes.
Lass den Klaus mal runterlaufen, der hat so viel. Jetzt hat er die Tür zugemacht. Also immer diese ordentlichen Japaner. Schlimm, schlimm, schlimm. Rennen ist schneller. Es gibt hier übrigens in Japan so einen Brauch oder so eine Sitte, sage ich mal besser, dass wenn man ein Haus betritt, man die... So, jetzt können wir mal gerade gleich nur die Mauser... Ach, das ist nur eine normale Mauser. Findest du jetzt 31, ja. Das ist aber ohne Mehrfachschuss, ne? Ja, Schnellschuss und Zielschuss, ja. Dass wenn man ein Haus betritt... Achso, falsche Taste. Dass man die Schuhe natürlich auszieht an der Türschwelle. Und dass man dann hingeht und die Schuhe aber so... Also man schlüpft nur aus den Schuhen raus. Japaner schnüren sich seltener die... Also junge Japaner, ich rede jetzt so von Leuten in unserem Alter, die... also ich sag jetzt mal so... Ne, Jugendliche bis Ende 30 oder so, die schnüren sich die Schuhe eigentlich also weniger, sondern die schlüpfen da immer nur so rein und wieder raus. Und man schlüpft der die Leute, die das gekonnt machen, die schlüpfen natürlich so aus den Schuhen raus, dass sie quasi mit dem Rücken zur Tür stehen, schlüpfen aus diesen Schuhen raus. Und der Ofen ist aus. Okay, Kenko, das hat diesmal nicht so gut geklappt mit dem Minenentschärfen, aber das heißt ja nur, dass du deine eigenen Talente übertroffen hast. ja. Komm. Ich will wieder hier Echtzeit haben. Also die stehen dann mit dem Rücken zur Tür und schlupfen so aus den Schuhen raus, dass sie, wenn sie die Haustür aufmachen, um wieder rauszugehen, direkt vorwärts in die Schuhe reinlaufen können. Und es ist also einigen, und es ist also, oder sagen wir mal besser so, es ist durchaus nicht unüblich, dass wenn man zu Gast ist bei jemandem, also bei einem Japaner, und man kommt jetzt halt so aus Europa, oh, ich sehe eine Steigerung, und kennt diese Sitte nicht, und stellt die Schuhe falsch rum ab, dass die, während man nicht drauf achtet, heimlich hingehen und die Schuhe wieder richtig rum hindrehen. Ich bin ein guter Arzt. Das habe ich auch mal gelesen in einem Buch unter anderem, aber das haben mir auch Freunde erzählt, die schon in Japan waren. Und dort also die Erfahrung aus erster Hand gesammelt haben. Das ist jetzt, also für die meisten... Jeder neue Sonnenaufgang verspricht Fortschritte. Genau. Ja, für die meisten Europäer erscheint das halt immer ein bisschen affig. Aber das ist halt gar nicht so... warte mal, ich glaube, ich nehme mal die Sten-Magazine hier noch mit. Aber das ist... In Japan ist es halt ganz normal. Und für die ist es überhaupt nicht irgendwie komisch, sondern ganz im Gegenteil. Für die ist es halt so ein Zeichen von Gastfreundschaft, dass man das halt versucht, so zu regeln, dass der Gast das halt auch gar nicht mitkriegt. Also man will die Leute ja, man will den Gast ja dann auch nicht mit einem möglichen Fehlverhalten konfrontieren. Japaner sind da ja eben sehr, sehr zurückhaltend. Das ist eine ganz eigene Art, die ich auch sehr sympathisch finde. Ich verstehe aber auch, dass das für manche Leute regelrecht nervenaufreibend sein kann. Ja, sollen wir die ganzen Stanmark 3 mal mitnehmen? Man weiß ja nie, ob man mal durch dummen Zufall, wie zum Beispiel jetzt beim Bombenentschärfen oder so... Ich bin über 30 und nicht mehr so stark, wie ich mal war. Oh, komm, das stimmt doch nicht. Aha, okay, ich kann die Mauser-Clips... Ah, 9mm Parabellum, ne? Ja, okay, gut, ja. Alles klar. Also verschießen das gleiche Kaliber, deswegen. Ja, so, auch wenn ich Leute verstehen kann, die sagen, dass sie das manchmal in den Wahnsinn treibt. Ja, also, da haben wir noch ein Stan-Magazin. Da haben wir noch einiges. Genau, und dann könntest du mal hingehen.
schmeiß doch hier. Hupsala. Schmeiß doch die Tabletten da mal weg. So, und dann kannst du noch zwei Magazine mitnehmen. Super. So, komm, dann kommen wir mit dir rüber. Klaus, das ist übrigens eine sehr interessante Pose. Okay, schön. Ja. Speichern wir das nochmal, wenn wir das Haus betreten, denn in Anbetracht der Tatsache, dass das Ding hier noch gelb ist, heißt das, wir waren noch nicht an allen wichtigen Orten und hier könnten sich noch Gegner drin verstecken. Soldat, das ist zu einfach. So wie dieser Typ, der offensichtlich noch nie in seinem Leben ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole bedient hat. Aber ich habe hier jemanden, der schon mal eine Mauser bedient hat. Bam. Und Kaflui. Als Lein. Mhm. Klaus ist übel. Tarnen. Kaum. Wenn wir einen Selbstmörder brauchen, dann wäre eigentlich Kenko geeignet, aber in Anbetracht der Tatsache, dass du, glaube ich, hier so am besten die Räume erkunden kannst, nehme ich heute auch mal mit dir vorlieb. Da geht es noch auf den Dachboden, da schauen wir mal rein. Da ist auch noch eine Kiste, die Kenko hoffentlich öffnen können wird. Rocco, komm du mal mit. Ah. Das hier könnte den Einsatz gefährden. Das könnte es wohl. Ihr geht mal hier rüber. Lalalalala. Okay, Kenko. Attention. Oder... Attention. Hey, nice. Und weißt du was? Du kannst die Handgranate sogar mitnehmen. Cool. Sehr cool. Aber geh doch mal gerade hin, wenn man mal gerade hier Ende der Runde. Geh doch mal zu Rocco und gib die mal ihm. Dann sogar noch so eine fiese Splittergranate. So, 10, 10, 10, 10. Echt? Wenn die alle noch 10 mal verwendet werden? Cool. Ja, was haben wir denn da drin? Jeder neue Sonnenaufgang verspricht Fortschritte. Wow, RPG-6, schwere Granaten. Ich nehme den Befehl an. Diesen Zau, bitte. Oh, Rocco, du wirst dich freuen. Damit wirst du jetzt noch tödlicher. Okay, HE-Granaten, 105 bis 145 Schaden. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Okay. Dann sollten wir uns noch gerade die anderen Räume angucken. Das Ding da ist auch gesichert. Okay. Kenko, walte deines Amtes. Walte. Wenn ich den Feind ins Auge sehe, muss der Feind auch mir ins Auge sehen. Er hat dir ins Auge gesehen. Verletzung wird
ernste Folgen haben. Er ist blind. Ja. Er hat dir ganz, ganz, ganz schön tief ins Auge gesehen. Ich kann auch am Inventar nichts mehr machen, ne? Ich kann jetzt nur hoffen. Oder warte mal. Ja, lauf erstmal hier runter. Er freut sich, Gary, hat er wieder was zu tun, ne? Okay. Aber sie hatten einen Interrupt, das heißt, kam. Das ist kein echter Soldat. Das ist ein verdammt echter Soldat, aber du hast eine verdammt echte Maschinenpistole. Wir sollten hier verschwinden. Und du musst da weg. Rocco. Comprendere. Coco Loco Rocco. Günner, kommst du da hoch? Jawohl. Dann, Klaus, meinte ich. Günner hole ich auch noch. Ich komme dummerweise nicht gut ins Badezimmer. Also, ich meine jetzt auch so ganz generell. Nein, ich meine jetzt halt hier gerade. Sonst könnten wir sie dort gut überraschen und überrumpeln. Die campen da natürlich drin, die Heckenbangerten. Okay. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Sehr schön. Klaus. Wenn wir dich irgendwie so hier... Stopp. Wenn wir... Na, scheiße, ich kann nicht direkt auf ihn schießen. Wenn wir dich so hinstellen... Sicher? Ja. Dann schießen wir auf ihn. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Bäm! Oh Mann, Alter. Diese Mauser ist so gut. Voll der tödliche Sniper. Rocco. Comprendere. Bleib du mal hier, um Klaus Feuerschutz zu geben. Wird gemacht. Er kriegt einen Interruptor. Shit. Soldat, das ist zu einfach. Ich gehe davon aus. 75. 84. Man muss das Ziel im Blick behalten. Ja. Gar nicht so unrichtig kam. Gar nicht so unrichtig. Okay. So. Nächster Versuch. Okay, schwer verletzt. Wir bohren ihn langsam an. Kritisch. Excellente. Alles klar. Verarzte mal den armen Kenko. Jetzt müssen wir noch gucken, ob... Günner, du Nase... Macht er beim Hochlaufen die Tür zu.
Oder renn da gegen die Tür, ne? So, gucken, Kenko, blutest du? Nee, du bist nur blind, ne? Ja. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Wir gehen schwer davon aus, Gary. Hol doch mal hier diese Kelly Forceps und verarzte ihm mal die Augen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Typ da schon kritisch verletzt ist, müsste es eigentlich gehen, wenn wir mit Karm da reinschleichen. Aber erstmal wird der Gary nochmal den Klaus verarzten. Denn der Gary braucht noch mehr medizinisches Talent. So. Und vielleicht muss er gleich nochmal die Karm verarzten. Ah, er ist tot. Ah ja, perfekt. Perfekt. In ein paar Tagen geht es dir wieder blendend. Okay, weißt du was? Nee, bleib mal in der Hocke. Approvazione. Und schau erstmal, schau dich hier erstmal um. Ne? Ja, die Frage ist jetzt, wir brauchen noch ein Dokument. Es könnte tatsächlich sein, dass es auf diesem Tisch lag und dass ich das eben abgeschossen habe. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das hier unten irgendwo noch ist. Blindheit, Kopfschwierigkeitsgrad 177. Das ist bitter. Okay. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Echt jetzt, Gary? Ohne Quatsch? Probier's einfach mal. Also gut, ich meine, der hat wahrscheinlich noch nicht genügend medizinisches Talent. Upsala. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Der kann ja mal ruhig noch ein bisschen lernen, hä? Komm, übe noch ein bisschen an unserem Versuchsjapaner. Sehr geil. Okay. Also die Mission würde ich jetzt aber gerne noch abschließen. Ein Bote Gottes wäre die einzige Rettung. Ein Bote Gottes wäre die einzige Rettung. Ja, Karm hat es ja echt gut durch diese Mission geschafft. Gary übrigens auch. Ich habe so eine blöde Vermutung, dass da noch jemand drin sein könnte. Das Problem ist, jetzt kann Kenko überhaupt noch irgendwie das Ding hier knacken. Er kann. Ich speichere nochmal. Er kann nichts mit seinem Inventar machen. Das ist das Problem. Mhm. Kann nichts mit seinem Inventar machen. 177 medizinisches Talent muss man irgendwie aufbringen. Okay. Ja, das ist Kismet, ne? Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Ich versuche das mal gerade noch ein bisschen offscreen. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder.
Gary hat mittlerweile medizinisches, also seine medizinischen Kenntnisse weiter ausgebaut. Das Einzige, was mir noch nicht ganz so einleuchtet, ist folgendes. Ich gehe mal gerade zu Klaus und Klaus, gib mal deine Herz-Kreislauf-Stimulantien an den Gary. Oder habe ich ihm Gary gesagt? Ich meine natürlich Gary, ne? Ist ja ein ganz normaler ungarischer Name. Medizinisches Talent 35. Hier steht, erforderliche medizinische Qualifikation 30. Ah, erforderliche Fähigkeit Meisterarzt. Okay, alles klar, für den Arsch. Okay. So wird's gemacht. Wir nehmen diese Morphium-Sulfat-Schmerztabletten oder die Acetophin-Schmerztabletten. Aber im Idealfall nehmen wir die, weil deren Effekt kritische Zustände zu negieren länger anhält. So, das begeben wir jetzt einmal dem Kenko. Aber ich muss einen anderen. Und jetzt ist dieser kritische Zustand der Blindheit weg. Er kriegt natürlich nachher krasse Abzüge. Aber so geht's jetzt. Jetzt kommen wir da rein. So, jetzt holen wir die Karm noch und dann müssen wir eigentlich immer noch nichts gefunden haben. Okay, da hat nur irgendeiner das Klo abgesperrt. Ich kotz. Okay. Ja, also hier war aber nichts mehr sonst. So, dann schauen wir mal schnell weiter. Also das Haus haben wir. Da ist nur so ein Zeitungsbuchchen. Höre ich richtig? Du verlangst Unmögliches. Nee, aber lauf mal da rein. Ah, lauf da erstmal hier rein. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal diese Zeitungsbuchchen an. Sonst müssen wir hier in diesem Haus nochmal gucken. Klaus. Günner. Dingelingeling. Da könnte noch was drin sein. Okay. Ab hier rüber. Wir müssen uns die Räume hier drüben alle angucken. Okay, er hat es geschafft, blind dieses Ding da aufzumachen. Warte mal, das da bringt nichts. Lauf mal hier hoch. Vielleicht brauchen wir dich hier oben nochmal. Kaum. Hast du was gefunden? Nee, hier noch nicht. Vielleicht finden wir im Geheimdienstbüro selbst noch was. Müssen wir mal probieren. Oh, da drüben ist hier die Tür auf. Nein. Ab hier runter. Erstmal hier unten im Archiv gucken. Ja, nochmal eine schallgedämpfte Mauser. Ich bin über 30 und nicht mehr so stark, wie ich mal war. Ja, immer noch stark genug. Okay, dann nimm die Stan mal hier in die Hand. Ordne das mal neu an. Die Mauser braucht 4, dann müsste sie jetzt genau reinpassen. Schön. Nicht die allerbeste Waffe, aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz gut. Approbazione. Lauf doch mal da rein. Prenderebbe un miracolo. Ja, ob wir dafür ein Wunder benötigen, ich weiß es noch nicht. Subito. Okay, also irgendwie der Raum hier unten, der ist ein bisschen buggy. Dann gehen wir mal gerade hoch. Schön verbaut ab. Warte mal, da war der Sniper-Posten. Oh, da oben sind ja auch noch mal Kistchen. La-di-da. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Na komm, Kenko.
Jetzt muss ich nochmal hingehen und ja, jetzt muss ich ihm nochmal diese Tabletten da geben. Kam, hast du so Dinger dabei? Hast du, ne? Da ist nochmal eine Sauer 38, aber so eine haben wir schon. Da waren sogar zwei. Nee, das sind die Clips, alles klar. Okay, Kam, dann wirf mal gerade die Stan auf den Boden. Und dann gib dem Kenko mal gerade ein bisschen Dope. Erstaunlich, dass du das nicht ganz selbst. Halt bloß die Klappe. Die Situation erfordert schnelles Handeln. Okay. Was ist hier? Ich gehorche. Okay, fein. Mach das Ding da auch noch auf. Okay, super, alles klar. Danke, Kenko. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der das Zeug da einsammelt. Rocco, du hast noch relativ viel Platz im Inventar. Ich bin stolz für mein Land. Das Einzige, was mich wurmt, ist, dass wir die Hinweise noch nicht gefunden haben. Wo könnten die sein? Ich glaube, ich habe jedes Haus durchsucht. Aha, da haben wir sie doch. So, was steht denn drauf, Kam? Zur Verbreitung. Offiziere Abwehrsektion 2. Trotz des jüngsten Mordanschlags und der zahlreichen Einschränkungen während der Reise entschied sich General Bauer, das Dorf zu besuchen. Sämtliche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um die Sicherheit unseres führenden Wissenschaftlers zu gewährleisten. Führender Wissenschaftler. Jüngsten Informationen des Geheimdienstes zufolge ist ein weiterer Mordanschlag unvermeidbar. Abwehrsektion 2 muss gewährleisten, dass er ohne weitere Vorfälle zurückkehrt. Okay, dann sollten wir das nach bestem Können eigentlich auch tun. So, laufen wir hier hin. Rocco, guck mal da. Wurfmesser? Nee. Aber das nehmen wir mit, die Kompressen, Kelly Forceps nehmen wir auch mit und die Stan Mark 3 auch noch. Ja, komm, was zur Hölle. Ja, Wurfmesser sind eigentlich total unsinnig. Werfen Nahkampfwaffe, Ja, ich weiß nicht. Naja, okay. Gut. Dann haben wir soweit alles. Wir haben auch die Browning-Magazine und wir haben die Grease Guns haben wir hier gelassen. Die M3-Magazine haben wir auch hier gelassen. Wir haben die Mauser-Gewehrladestreifen. Wir können nochmal die Acetophin-Schmerztabletten mitnehmen, die wir da vorhin weggeschmissen haben. Und ja, ansonsten die Lee Enfield Gewehrladestreifen können wir auch noch mitnehmen. Ach ja, eine Sache fällt mir noch ein, weil Günner ja vorhin mit dem G41 rumgelaufen ist. Und der Grund nochmal, warum ich das überhaupt genommen habe. Das erste ist, es hat einen relativ guten Schaden. Also der Schaden ist mit 27,35 ziemlich gut. Der Schnellschuss vor allen Dingen, der ist super billig. Mit 17 für ein Gewehr ist der sehr niedrig. Reichweite von 44 ist auf jeden Fall noch okay. Und die Größe des Ladestreifens ist bei 10. Damit hat das Ding mehr Ladungen als so eine Mauser. Und das ist auch der Grund, noch hier so als Hintergrundinformation zu dieser Waffe, warum das Ding entwickelt wurde und wie es halt eben entwickelt wurde. Der Grund war, man hat eigentlich damals beim Heer standardmäßig auf Karabiner gesetzt. Also Karabiner waren einfach so auch schon die Standardwaffe in der preußischen Armee. Und eben in der wilhelminisch-kaiserlichen Armee, das war halt einfach auch so eine Traditionswaffe, die sich bewährt hatte, mit einer hohen Durchschlagskraft, relativ guten
Ladezeit noch für einen Karabiner eben. Aber man hat doch recht schnell gemerkt, dass, also gerade eben als der Zweite Weltkrieg eben losging, hat das Heer relativ schnell gemerkt, dass man doch ein paar automatische Gewehre brauchte, in dem Fall eben Gasdrucklader, wo eben der Druck der heißen Gase beim Abfeuern der Patrone genutzt wird, um das Gewehr nachzuladen. Das Problem war allerdings, dass man, oder ein Problem war einfach damals auch die Überzeugung, man kannte diese Repetiergewehre, die also über einen Hahn gespannt werden, ja. Und man hat diesen Automatiklader hier bei dem G41, dem hat man nicht so ganz getraut. Man hat vor allen Dingen dieser Gasladung eben nicht getraut, die verwendet werden sollte. Und hat deswegen darauf bestanden, bei der Entwicklung, dass noch zusätzlichen Repetiermechanismus eingebaut werden muss. Womit das Gerät natürlich sehr aufwendig in der Herstellung wurde. Also dieses Gewehr eben. Hinzu kommt dann diese, und das ist historisch korrekt, finde ich bei diesem Spiel sehr cool. Das G41 hat einen Magazin mit 10 Patronen gehabt, aber hat die normalen 7,92er Mauser-Geschosse verwendet. Und die sind ja eben nur in diesen 5er-Clips vorhanden, musste also mit 2 dieser 5er-Clips geladen werden. Das Magazin war außerdem noch fest verbaut, sodass das sehr aufwendig war, das von Hand zu befüllen. Und das ist natürlich super gefährlich für die Soldaten, wenn die ewig brauchen, um in der Kampfhandlung ihr Gewehr nachzuladen. Eine super gefährliche Sache auf jeden Fall. Ja, und das wollte ich auf jeden Fall noch zu diesem G41 nachreichen. Es wurde hergestellt von Mauser und von Walter. Also Walter kennen wahrscheinlich viele von der Walter PPK, eine ganz bekannte Pistole, die hergestellt wurde. Und ja, Mauser, natürlich haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der den Lademechanismus auch für das 98 Karabinergewehr entwickelt hat. Ja, und deswegen heißt es hier auch W. Es gibt auch also eine M-Variante von dem Ding. Ob es die hier in dem Spiel gibt, das weiß ich nicht genau. De facto ist allerdings, dass die Mauser-Variante nicht ganz so beliebt war. Die Walter-Variante wurde auch deutlich häufiger hergestellt. Probleme mit diesem Gewehr waren vor allen Dingen Verschmutzungen, die dazu geführt haben, dass der Gaslademechanismus nicht mehr funktioniert hat und es dann zu Ladehemmungen kam. So, insofern war diese Waffe also eher eine Vorstufe. Es war halt eben, es war halt ein Versuch, massentauglich für das Heer ein Gewehr zu entwickeln, das einen Gasdrucklader benutzt. Ja. Aber trotzdem eben noch an diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Tradition der Mauser 98K anknüpft. So, genug davon jetzt. Wir sind mit der Mission fertig. Ich werde jetzt hier das Terrain verlassen. Und damit haben wir Hannover abgeschlossen. Wir könnten noch gucken, ob wir hier irgendwo in der Ecke noch eine Zufallsbegegnung finden. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen nachgucken, ob ich hier eine finden kann. Das wäre noch, ich glaube, die hatten wir schon, oder? Das war die mit dem Lagerhaus, die hatten wir schon, ja. Okay, ja, das werde ich dann jetzt aber nicht mehr in dem Part zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die nächste Mission spielen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.